Flexible Arbeitszeiten, neue Familienstrukturen, Zeitmangel. Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele, doch nicht jeder kommt heutzutage noch regelmäßig zum Kochen. Man muss ja auch nicht unbedingt jeden Tag selber hinterm Herd stehen. Hin und wieder ist es auch nett, sich einfach mal bekochen zu lassen. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man dann im Restaurant auch noch so richtig gut beraten wird. Die Küche empfiehlt heute eine Lamb Chops auf einer Creme Polenta. Das Ganze ist mit einer Pinot Noir Soße und wird mit Sojasprossen garniert. Außerdem, so wie jeden Dienstag, empfehlen wir das Backhändel, das Steirische. Und das Menü ist natürlich, Mittagsmenü ist auch im Angebot. Wer glaubt, dass Kellner gleich Kellner ist, der irrt. Und wer den Service eines gelehrten Restaurantfachmanns erstmal genießen durfte, der weiß, wovon wir sprechen. Werner Neuhold ist 31 Jahre jung und lernt seit gut 2 Jahren beim Gasthaus zum lustigen Steirer. Ich habe vorher die HTL besucht in Mödling und bin dann als Quereinsteiger, nachdem ich das Bundesheer gemacht habe, durch Zufall eigentlich in die Gastronomie gekommen. Hat mir immer Spaß gemacht, arbeite schon sehr lange eigentlich in der Gastronomie und habe da bei meinem jetzigen Chef in Oberreich die Möglichkeit bekommen, indem er auch finanziell mich so unterstützt, dass ich mir das leisten kann, dass ich jetzt da die ganz normale 3-jährige Lehre nachmache für den Restaurantfachmann. Restaurantfachleute bedienen und betreuen Gäste. Das beginnt beim Aperitif und endet meist dann, wenn der letzte Gast gegangen ist. Sowohl die Planung von Serviceabläufen als auch das perfekte Aufdecken der Tische inklusive Deko gehören ebenfalls zum Berufsbild. Sauber und schnell arbeiten ist das Um und Auf. Als Restaurantfachmann sollte man gerne unter Menschen sein und am besten natürlich stressresistent. Der große Unterschied liegt wohl im Service, denn Werner macht mehr als den Gästen das Essen zu servieren. Ich kann ihm den richtigen Wein zum Essen empfehlen. Ich kann ihm das Essen selber schmackhaft machen, vielleicht Sachen, die er nicht so gerne bestellen würde. Und ich weiß aber, das würde vielleicht zu ihm passen, weil ich ihn auch kenne, zum Beispiel bei Stammgästen. Das Fachwissen über die Getränke, über die Speisen, wie wird das gemacht, wo kommt das her, speziell jetzt auch bei Wein oder Spirituosen. Und da kann man schon den Leuten das einfach ein bisschen näher bringen, was im Hintergrund so passiert. Und wenn das die Leute auch interessiert, dann ist das auch das, was mir so gefällt, nicht? Dass man da, wenn die das annehmen. Spaß am Beruf ist natürlich Grundvoraussetzung. Für Werner war diese Lehre auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das erkennt man auch an seinen bisherigen Erfolgen. Bei der heurigen Staatsmeisterschaft für Tourismus konnte er eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Und auch für die Zukunft hat er sich noch große Ziele gesteckt, wie zum Beispiel den Sommelier Österreich. Zuvor kommt heuer allerdings der Jungsommelier dran. Mal schauen, was er uns zum Thema Wein alles erzählen kann. Was haben wir da jetzt? Ich habe jetzt eine Flasche St. Laurent vorbereitet, 2008 von der Domäne Müller. Hat 13,5 Volumensprozent und ist ein guter Roter aus der Steiermark, den wir da beim Lamm als Speisebegleiter empfohlen haben. Und ich würde gerne zeigen, wie man so einen Wein richtig einschenkt. Ist das überhaupt noch ein echter Korken? Das ist ein echter Korken. Und das ist ein, wenn er so quietscht, dann merkt man, dass er noch intakt ist. Wenn er weich wird und so. Und umso älter die Flasche ist, umso vorsichtiger muss man den Korken herausziehen. Warum werden jetzt eigentlich immer mehr Schraubverschlüsse verwendet? Weil es für den Wein selber am besten ist, weil wir sehr viele Ausfälle haben durch das Naturprodukt Korken. Und das, was man da wegschüttet, das bleibt gut, der Fehler fällt weg einfach. Gießt den Wein langsam hinein und dabei beobachtet man, ob ein Depot mitgeht. Ist in diesem Fall eher unwahrscheinlich. Ah ja, und was genau ist nun ein Depot? Das Depot sind Feststoffe im Wein. Und bei langfähigen Weinen habe ich da teilweise sehr viel drinnen. Ist aber nicht, schmeckt nicht und würde jetzt den Genuss verringern. Und deswegen kann man in dieser Form den Wein vom Depot trennen. Werner Neuhold, Restaurantfachmann mit Leib und Seele. Da muss man ja fast zum Stammgast werden.